Ja, wir sind die Familie Malzner, Markus, Andrea, dann unsere zwei Söhne, der Michael und der Moritz und die Anna. Und wir sind aus Ungenoch und haben da ein schönes Haus gebaut. Wir haben sie für Austrohaus entschieden, weil es für uns die einfachste Lösung war. Wir haben alles aus einer Hand und müssen nicht da unzählige Angebote einholen. Und das war in unserer Lebensphase, ich war hochschwanger, einfach am einfachsten. Ich habe mir es immer so vorgestellt, Leben am Land, die Kinder draußen im Garten, ein paar Viecher, ein Hund, zwei Katzen. Das war eigentlich über meine Traumvorstellung und jetzt haben wir das. Ich bin auch da aufgewachsen und ich habe auch damals schon immer gewusst, okay, ich möchte einmal bauen. Ich habe super Kinder gehabt und genau das wollte ich auch meine Kinder bieten. Also wir haben uns für das Typenhaus St. Pölten 171 entschieden, weil es unsere Vorstellung am nächsten gekommen ist. Also mein persönlicher Lieblingsplatz im Haus ist die Terrassen und deiner? Also im Winter definitiv die Couch, das Wohnzimmer mit dem Kamin. Gemütlich, beieinander. Wir haben sich für ein Flachdach entschieden, weil es einfach uns am besten gefällt. Und es ist bei den Nachbarn natürlich nicht bei jedem gut angekommen, aber für uns war klar, wir wollen das so, wie es uns gefällt. Und darum haben wir es also gebaut. Für uns war einfach der Mix Landleben, aber trotzdem modernes Wohnen hat uns einfach am besten gefallen. Also wir haben eigentlich bei keinem Gewerk wirklich lang überlegt, weil unsere Planung relativ gut war. Wir sind beide relativ perfektionistisch veranlagt gewesen und da hat die Planung einfach gut hingehauen, auch gemeinsam mit Etsy. Und dementsprechend hat es da auch keine Themen gegeben, wo wir jetzt lang überlegen müssen. Also was wir ändern würden, eine größere Garage, weil es einfach die Fahrzeuge und es wird immer alles mehr und nachdem wir keinen Keller nicht haben und auch keinen Dachboden, geht uns da ein bisschen die Staufläche ab. Was gefällt dir denn an unserem Haus am besten? Mein Zimmer. Wir haben uns für die Kombi Grau und Holz entschieden, weil es uns einfach gut gefällt und weil es zeitlos ist. Also von den Materialien her, wir haben relativ viel Granit in und um unser Haus, weil wir ein Stück Heimat auch von der Andrea nach Ungenoch bringen wollten. Aus dem schönen Mühlviertel. Also unser Hausbau in drei Worten: termingerecht, unproblematisch und es haben alle Gewerke wunderbar miteinander harmoniert. Also generell kann man sagen, wir würden unser Haus wieder ganz genau so bauen, wie wir es gebaut haben. Danke an dieser Stelle an Austrohaus für die super Umsetzung und wir freuen uns schon, wenn wir dann zu fünft in unserem Haus wohnen.